Alexa wohnt jetzt schon ein paar Wochen bei uns zu Hause und so langsam ist es an der Zeit, dass wir Alexa mal ein bisschen mehr beibringen. Ich meine, wir nutzen es schon, um halt irgendwie mal Radio zu hören, wenn wir irgendwie eine Frage haben, okay, Alexa, wie laut das und das? Oder nutzen es halt auch im Sinne von, dass wir unsere Einkaufslisten damit verwalten, aber eigentlich der große Plan hiermit war doch eigentlich immer die Hausautomation zu steuern. Und wie das funktioniert und wie man das am einfachsten einrichten kann, das erfährst du in diesem Video. Aber ich starte erstmal damit, einfach mal zu erklären, wie ein Skill oder wie Alexa generell so arbeitet. Das heißt, was muss gegeben sein, damit überhaupt Alexa mit der Homematik und so weiter kommunizieren kann und wie ist dann überhaupt so der Datenweg, sage ich mal. Und das erkläre ich dir am besten einfach mal kurz bei mir hier am Schreibtisch und da wechseln wir jetzt einfach mal hin. Zum einen haben wir ja das Alexa-Modul, also in meinem Fall der Echo Dot bei mir zu Hause und zum anderen haben wir auch die CCU. Tja, beides ist soweit zu Hause, beides ist wahrscheinlich auch im Netzwerk angeschlossen, aber die Kommunikation zwischen den beiden ist halt nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass beide direkt miteinander kommunizieren. Also brauchen wir einen kleinen Umweg. Sprechen wir was ins Alexa rein, dann wird diese Sprache übertragen direkt nach Amazon und Amazon wertet dann halt diese Sprache sozusagen aus. Die übersetzen dann das Ganze in einen Befehl oder wie auch immer. Ebenfalls muss auch dann Amazon mit uns, also mit der CCU kommunizieren können und das funktioniert nur über einen externen Anbieter, in diesem Falle einfach Cloudmatic. Wie können wir jetzt also die Verbindung zwischen Amazon und Cloudmatic schaffen? Das geht ganz einfach über einen Skill. Diesen Skill installieren wir uns nachher mit auf dem Amazon-Konto und danach kann dann über diesen Skill das Ganze mit der Cloudmatic soweit kommunizieren und entsprechend dann diesen Befehl weitergeben an die CCU, sodass dann halt entsprechender Output soweit passiert. Das heißt, es wird eine Lampe geschaltet oder ähnliches. Als Vorbereitung, damit der Cloudmatic-Dienst ohne Probleme mit der CCU soweit korrespondieren kann, müssen wir die Firewall in der CCU anpassen. Das mache ich hier an dieser Stelle und dieser Schritt ist auch einfach mit in der Anleitung soweit beschrieben. Das heißt, ihr könnt euch am besten einfach diese IP-Adressen dort mit kopieren, hier einfügen und dann funktioniert der ganze Kram auch ohne Probleme. In diesem Video würde ich gerne zwei Varianten vorstellen, wie ihr die Cloudmatic installiert bzw. diese Verbindung zwischen der CCU und der Cloudmatic herstellt. Wir starten einfach mal mit der ersten Version und der ersten Variante und das geht ganz einfach über die CCU. Das heißt, wir sind in der Systemsteuerung und klicken dann auf meine Homematic. Ja, meine Homematic ist dieser Cloudmatic-Dienst und wir haben hier auch den Punkt jetzt testen, wo wir einfach dieses Formular ausfüllen, das heißt Vorname, Nachname, Firmenname, wenn wir sowas haben, E-Mail-Adresse und ähnliches. Das können wir einfach schnell ausfüllen und danach die Registrierung soweit dann abschließen. Der Vorteil ist einfach, dass die Daten einfach auch mit gleich übertragen werden auf die CCU und entsprechend einfach ist dieses dann soweit zu handeln, so dass die CCU und die Cloudmatic auch ohne Probleme dann zusammenarbeiten. Ist diese Einrichtung dann abgeschlossen, wird zuletzt ja auch nochmal kurz dargestellt. Das heißt, diese Verbindung zwischen der CCU und der Cloudmatic ist soweit hergestellt und entsprechend können wir auch schon damit beginnen, den nächsten Schritt zu starten, nämlich Alexa soweit einzurichten. Aber in diesem Video zeige ich euch jetzt erst nochmal eine alternative Möglichkeit, falls dieser Schritt halt so nicht funktioniert, wie ich es hier halt im Video gemacht habe. Die zweite Möglichkeit geht nämlich einfach direkt über die Cloudmatic-Seite. Das heißt, dort gibt es diesen Punkt Registrieren. Dort klickt man einfach drauf und kann dann entsprechend auch seine ganzen Daten eingeben. Das heißt Vorname, Nachname, ja, wie auch immer, Adresse, Anschrift, diesen ganzen, ihr kennt das, wenn man sich halt registriert, das muss man halt alles eingeben. Das Ganze können wir hier halt soweit eintragen und entsprechend dort die Registrierung dann abschließen und danach gelangt man halt auch wieder auf die Seite von Cloudmatic. Genau richtig, denn ein Schritt fehlt jetzt nämlich und zwar die Verbindung zwischen Cloudmatic und der CCU selber.
Und dieser Schritt wird hier bei der zweiten Variante ein bisschen anders gemacht. Und zwar, nachdem man sich halt soweit eingeloggt, registriert hat und so weiter, muss man dann, hier sieht man das auch nochmal kurz, in den Download-Bereich wechseln und dort entsprechend eine Datei downloaden. Und das ist nicht nur eine Datei, sondern eine Zusatzsoftware, die ihr dann wiederum auf der CCU als Zusatzprogramm installieren müsst. Nachdem nun also diese Datei runtergeladen ist, diese Zusatzsoftware, gehen wir wieder auf die CCU unter Einstellungen, Systemsteuerung und können an dieser Stelle diese Zusatzsoftware installieren. Dort haben wir ja diesen einzelnen Punkt, gehen da nach unten auf den Installieren-Button und haben dann einfach die Chance, hier diese Zusatzsoftware zu installieren, sodass danach die Verbindung zwischen der CCU und dem Cloudmatic-Dienst soweit hergestellt ist. Das heißt, die kennen sich gegenseitig, sage ich mal, und entsprechend ist es halt möglich, dann über Cloudmatic auch auf die CCU zuzugreifen, um dort danach als letzten Schritt diese Verbindung zwischen Alexa, also dem Cloud-Service und von Amazon und Cloudmatic soweit herzustellen, sodass wir dann im Endeffekt auch unsere Geräte steuern können. Aber das machen wir gleich. Haben wir nun also mittels der ersten oder der zweiten Variante den Cloudmatic-Dienst auf unserer CCU installiert, müssen wir jetzt erstmal kurz gucken, okay, funktioniert dieser Dienst auch? Das heißt, besteht die Verbindung zwischen dem Cloudmatic-Server und unserer CCU? Das Ganze geht ganz einfach. Wir loggen uns einfach auf die CCU ein, klicken dann auf meine Homematic und danach gelangen wir wieder auf die Cloudmatic-Internetseite und haben dann oben diesen kleinen Punkt Funktionsprüfung. Das heißt, klicken wir dann auf die Funktionsprüfung, checkt ihr halt gegen, okay, kann halt diese Webseite die CCU erreichen oder nicht, und entsprechend startet halt diese kurze Systemdiagnose und ja, wir sehen halt ganz schnell, ob das Ganze soweit funktioniert oder halt nicht. Es steht immer, es kann bis zu 2 Minuten dauern. Ganz ehrlich, bei mir war das eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden soweit erledigt und das ist eigentlich auch das Gute. Worauf wir hier achten müssen, ist halt zum Beispiel bei diesem Ping, da steht dann nochmal 3 Packages transmitted und 3 Packages received. Das heißt, er hat halt 3 Pakete halt zu unserer CCU geschickt und auch 3 wiederum empfangen. Das heißt, die Verbindung ist da auch hergestellt. Funktioniert jetzt also dieser Cloudmatic-Dienst auf der CCU, die Verbindung ist hergestellt, dann kann es endlich weitergehen, und zwar auf alexa.cloudmatic.de. Und ja, sind wir auf dieser Seite drauf, können wir dann links auf den Punkt Homematic klicken und haben dort die Filtereinstellungen. Was sollen diese Filtereinstellungen? Das ist ganz einfach. Hier können wir festlegen, ob zum Beispiel neue Geräte sofort mit Alexa sofort automatisch halt verbunden werden sollen oder nicht. Die Empfehlung seitens Cloudmatic liegt hier auf Nein, und ich muss auch sagen, ich habe dieses auch auf Nein gelassen, ganz einfach aus dem Grunde, weil ich selber bestimmen möchte, welche Geräte nachher auch über Alexa soweit bedient werden können sollen und welche nicht. Ebenfalls möchte ich auch nochmal die Bezeichnung ändern, mit welchem Wort Alexa dann reagieren soll, und ich möchte es einfach selber einstellen, aber ja, das muss halt selber jeder für sich entscheiden. Als nächsten Schritt können wir auf der linken Seite auf den Punkt Geräte klicken und danach können wir uns die Geräte aussuchen, die wir nachher auch mit Alexa steuern möchten. Das heißt, standardmäßig sind nicht alle Geräte in Alexa verfügbar, sondern wir müssen an dieser Stelle sagen, welche wir übertragen möchten zum Alexa-Dienst und welche nicht. Ebenfalls gut finde ich, dass man diesen Namen nochmal ändern kann. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel nehme, das Licht im Flur unten, möchte ich halt einfach nur sagen Lichtflur. Entsprechend kann ich die Bezeichnung für Alexa soweit ändern und danach reagiert auch Alexa auf diese Worte, die ich hier soweit mit festlege. Haben wir jetzt mehrere Worte für einen Raum, als Beispiel nenne ich einfach mal, weil es mir gerade so einfällt, unseren Pferdestall, kann ich auch sagen, okay, Lichtpferdestall, oder ich wähle einen zusätzlichen Namen nochmal und sage Lichtstall. Auch dies können wir hier einstellen an dieser Stelle und mit übertragen bzw. mit soweit dem Dienst wissen lassen, welche Wörter wir nutzen wollen. Als letzten Schritt in diesem Tutorial müssten wir eigentlich nur noch die Verbindung zwischen Amazon
und dem Cloudmatic-Dienst soweit herstellen. Um das zu machen, loggen wir uns einfach mal kurz auf die Amazon Echo-Seite ein und können dann an dieser Stelle diesen Skill installieren. Ein Skill ist wie so eine Art, ja, eigentlich ist es wie eine Art App, so kann man es vielleicht beschreiben. Und mit Hilfe dieser Skills kann man dann den Amazon Echo entsprechend erweitern. Und ja, hier können wir diesen halt einfach erweitern mit dem Cloudmatic-Dienst. Das heißt, es wird die Verbindung hergestellt zwischen dem Amazon-Dienst für Echo und dem Cloudmatic-Dienst für Alexa. Okay, um das Ganze nun zu machen, ja, wir installieren diesen einfach und können dann an nächster Stelle die Login-Daten zum Cloudmatic-Dienst hier soweit eingeben. Das heißt hier E-Mail-Adresse oder Benutzername und entsprechend dann das Passwort. Und danach ist diese Verbindung halt hergestellt. Und das ist eigentlich sehr praktisch und sehr einfach zu machen, denn es ist eigentlich selbsterklärend, das Ganze. Also es ging wirklich in sehr wenigen Schritten, was mich echt überrascht hat. Ich hätte gedacht, dass das Ganze ist doch umfangreicher und komplizierter. Nun gut, danach müssen wir halt Alexa eben kurz Bescheid sagen, dass es nach entsprechenden Geräten suchen soll, und nachdem dieses dann auch gemacht worden ist, dann erscheinen die Geräte, die wir vorher auf dieser alexa.cloudmatic.com Adresse eingerichtet haben, die erscheinen dann hier auch bei Amazon mit in dieser Oberfläche, das heißt hier Lichtpferdestall, Lichtflur, das taucht hier soweit mit auf. Okay, jetzt haben wir das Ganze also soweit erstellt, das Ganze ist verbunden und ja, ich denke, es ist Zeit für einen kurzen Funktionstest, oder was meint ihr? Dann wollen wir mal. Alexa, schalte das Licht im Flur ein. Okay. Alexa, schalte das Licht im Flur aus. Okay. Abschließend zur Einrichtung muss ich sagen, dass es doch relativ einfach ging. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das Ganze ein bisschen komplizierter ist und ja, dass man noch ein bisschen mehr, wie man so schön sagt, ein bisschen mehr tüdeln muss, ja, und das ein bisschen komplizierter ist einzurichten. Aber ich muss sagen, eigentlich war es echt einfach. Ihr habt ja im Video gesehen, es gibt halt zwei Varianten. Das heißt, einmal über die Webseite sich zu registrieren, um dann halt diese Zusatzsoftware zu installieren, aber zum anderen auch direkt über die Systemsteuerung. Das heißt, wenn das bei einem nicht klappt, kann man immer noch mal diesen anderen Weg machen. Und danach, die Einrichtung ist eigentlich sehr logisch und einfach. Dennoch, ich verlinke euch hier unten in der Videobeschreibung auch nochmal kurz den Link, wie ihr das Ganze soweit installieren könnt von der Cloudmatic-Webseite. Das heißt, die haben auch nochmal eine kurze Anleitung gemacht, die ihr euch nochmal anschauen könnt, weil da sind die ganzen Schritte auch nochmal beschrieben. Der Dienst selber funktioniert sehr gut, muss ich sagen, und es hat auch ohne weiteres geklappt. Bin zufrieden, ich kann es nicht anders sagen. Und auch wenn Alexa halt irgendwie was nicht versteht oder so, dann fragt Alexa halt an der Stelle nach. Finde ich sehr positiv, weil nicht einfach irgendwas passiert oder so, sondern es wird nachgefragt und danach würde halt dann die entsprechende Aktion dann durchgeführt werden. Natürlich werden jetzt viele von euch sagen, ja okay, aber Cloudmatic, das kostet ja auch Geld. Natürlich kostet es Geld, aber ihr habt ja immer noch die Chance, es gibt so einen Testmonat und diesen verwende ich halt auch. Habe ich jetzt auch fürs Video einfach verwendet, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Bin ich damit zufrieden? Nutze ich es oder halt nicht? Und danach kann man sich ja immer noch mal überlegen, okay, mache ich das weiter oder brauche ich das nicht und mir ist das Geld nicht das wert? Und ja, was man halt auch immer noch im Hinterkopf behalten muss, ist, wenn man halt so ein Abo halt bei Cloudmatic eingeht, ist es ja nicht nur dieser Alexa-Dienst, sondern die bieten ja halt auch mehr, sodass man einmal von außen auf die CCU kann. Das aber nicht wie in dem Plus-Minus-Beitrag gezeigt, sondern halt ist eine sichere Verbindung. Das heißt, es können andere nicht einfach so halt mit da drauf auf die CCU und entsprechend ist es schon etwas, was man sich vielleicht überlegen sollte, das auch zu investieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. An dieser Stelle freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Wer es noch nicht gemacht hat, das Abonnement von dem Kanal, darüber freue ich mich auch immer. Das kostet nichts und ihr seid immer informiert über aktuelle Homematic-Projekte. Und ja, wie schon gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Anmerkungen wie immer unten mit in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Danke. Ciao.